Irgendwann, so ab Mitte, Ende September, gehen diese klassischen Sommerzwischenfrüchte, die allermeisten Sommerzwischenfrüchte, wie wir sie kennen, von Phacelia über Ölrettich bis hin zu Buchweizen, irgendwann funktionieren die nicht mehr, weil es zu spät ist. Das heißt, wir brauchen andere Lösungen mit winterharten Pflanzenarten. Warum das trotzdem sinnvoll ist, wann es sinnvoll ist, das alles, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Unsere klassischen Sommerzwischenfrüchte, das Repertoire an Sommerzwischenfrüchten, das ist ja relativ groß. Wir haben viele verschiedene Pflanzenarten, die wir im Juli, im August bis Anfang September vielleicht sogar noch anbauen können, als Zwischenfrucht nutzen können. Aber irgendwann ist die Vegetationszeit zu gering, beziehungsweise sind die Temperaturen und die Sonneneinstrahlung zu gering, sodass diese einjährigen, oft abfrostenden Pflanzenarten nicht mehr funktionieren. Und wir müssen auf winterharte Arten zurückgreifen. Das heißt, Arten, die über den Winter gehen, die schon aus ihrem natürlichen Zyklus diesen Winterkältereiz brauchen und den Winter vertragen, uns trotzdem aber als Zwischenfrucht zur Verfügung stellen. Grundsätzlich muss man sich, glaube ich, immer im Kopf bewahren, dass man sich im Klaren ist, dass eine Zwischenfrucht eine Investition ist. Das heißt, man investiert in den Boden, in die Aufbau der Bodenfruchtbarkeit unter den verschiedensten Facetten. Man fördert das Bodenleben, man fördert unterschiedliche Mikroorganismen, verbessert die Bodenstruktur, die Wurzeln, durchwurzeln den Boden, sprengen Bodenverdichtungen und so weiter. Das heißt, wir müssen immer die Zwischenfrucht als Investition sehen und uns auch natürlich dann immer die Frage stellen, okay, wann rechnet sich die Investition? Und gerade bei diesen spät gesäten Zwischenfrüchten ist diese Frage nicht immer so einfach und sie beginnt einmal damit zu sagen, wann macht das überhaupt noch Sinn? Und die Antwort ist natürlich die, dass es darauf ankommt, wie viel Vegetationszeit zur Verfügung steht. Und wir haben bei diesen winterharten Zwischenfrüchten oder winterharten Zwischenfruchtmischungen ja zwei Zeitfenster, die wir da mit betrachten müssen. Einerseits die Vegetationszeit vor dem Winter, das heißt ab dem Zeitpunkt, wo es nur mehr 5 bis 10 Grad hat, passiert ja nicht mehr viel, und die Vegetationszeit dann im Frühling. Und da muss man in Summe auf ausreichend genügend Sonnen- und Temperatursummen kommen, dass das sinnvoll ist. Da kann man jetzt keine pauschale Zahl sagen, keine pauschale Antwort haben, weil es sehr abhängig davon ist, auf welcher Höhe man ist, wo liegt der Schlag, liegt er in Norddeutschland, liegt er in Südösterreich. Aber klar ist, es braucht zumindest einmal ein Vegetationsfenster im Herbst. Auf jeden Fall funktioniert es von Mitte September bis Ende September bis Anfang Oktober. Ab Mitte Oktober und Richtung Ende Oktober wird es dann immer schwieriger, weil dann bleibt nicht mehr viel zur Verfügung, dass das Saatgut im Herbst noch keimen kann. Und je später die Aussaat im Herbst ist, desto mehr brauche ich logischerweise im Frühling. Das heißt, wenn ich irgendwie erst Mitte Oktober aussehen kann und schon vorhabe, die Zwischenfrucht Februar umzubrechen, dann wird das Investment sich in den meisten Fällen nicht lohnen, beziehungsweise muss man dann auf ganz einfache Möglichkeiten zurückgreifen. Wenn ich aber Mitte September aussehe und bis in den April hinein Zeit habe, dann habe ich das hauptsächliche Wachstum und den hauptsächlichen Bewuchs im Frühjahr und es wird funktionieren. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann abonniere doch gerne unseren Kanal. Wenn du das schon getan hast, dann teile unsere Videos vielleicht mit deinen Freunden. Vielleicht gefällt es dir dann auch. Jedenfalls danke sehr und jetzt geht's weiter mit dem Video. Bei dem Thema im Frühjahr muss man natürlich auch immer berücksichtigen, das ist natürlich auch immer schwierig vorherzusagen, dass dieses Wachstum im Frühjahr natürlich ein gewisser Wasserverbrauch, das ist zwar nicht das optimale Wort dafür, aber natürlich ein Bewuchs, der von März bis April wächst, natürlich Wasser aus den obersten Schichten nimmt, die vielleicht dann im Frühjahr bei der Hauptkultur fehlen. Das muss man auch berücksichtigen, weil wenn man dann früher umbrechen muss, hat man natürlich das Thema wieder, dass die Zwischenfrucht weniger die Vegetationszeit gehabt hat und damit die Ziele nicht so gut erreichen konnte. Welche Ziele lassen sich mit so einer späten Zwischenfrucht, mit so einer Winterzwischenfrucht erreichen? Im Wesentlichen geht es einmal darum, dass ich in den allermeisten Fällen enge Fruchtfolgen ein bisschen erweitern kann. Das Thema dieser Winterzwischenfrüchte stellt sich oft bei Betrieben, die viel intensiv sind, die viel Silomais, viel Körnermais im eigenen Betrieb brauchen und damit enge Fruchtfolgen haben, wenig verschiedene Kulturen in der Fruchtfolge haben und deshalb der Boden es noch mehr dankt, wenn er mal was anderes sieht, sozusagen, wenn er Urlaub bekommt und Zwischenfrüchte verschiedenste Funktionen und Ziele erfüllen können. Bodenstruktur verbessern, habe ich schon gesagt, Bodenverdichtungen verbessern, habe ich gesagt, Leguminosen, die integriert sein können, die Stickstoff aus der Luft binden. Auch das funktioniert noch im Herbst und dann im Frühjahr. Oder aber auch, und das gerade bei vielen intensiven Betrieben ja auch oft nötig, Nährstoffe, Wirtschaftsdünger über den Winter zu bringen. Diese Zwischenfrüchte können den nutzen, speichern und für die Hauptkultur oder im Folgejahr dann zur Verfügung stehen. Und klar ist auch, solche Zwischenfrucht, spätgesäte Zwischenfrüchte, winterharte Zwischenfrüchte, die lassen sich auch als Futter nutzen. Wir, und jetzt eine Werbung in eigener Sache, wir haben ja genau für diese Anwendungsfälle zwei Zwischenfruchtmischungen entwickelt, die Herbstmax und die Herbstmax Select, wo wir versuchen, so viel wie möglich
Pflanzenarten hier reinzupacken, die bei diesem späten Aussaattermin und diesen Anforderungen noch funktionieren, weil es werden ja immer weniger Pflanzenarten, die uns da zur Verfügung stehen. Und das versuchen wir eben mit der Herbstmax und der Herbstmax Select. Da ist der wesentliche Unterschied, dass die Select ganz ohne Weidelgras, ohne Reigras auskommt. Aber das sind unsere Mischungen, die wir für diesen Anwendungsfall entwickelt haben. Warum machen Mischungen Sinn? Hier natürlich auch, um die Ziele besser zu erreichen, weil ich verschiedene Pflanzenarten habe, die eben unterschiedliche Funktionen erfüllen können. Aber auch, und das ist ein ganz, ganz wirtschaftlicher Grund, je mehr Pflanzenarten ich in der Mischung habe, desto abgesicherter ist mein Investment in die Zwischenfrucht. Weil wenn die Bedingungen für die eine oder andere Pflanzenart oder eine oder andere Pflanzenfamilie nicht so gut sind, dann habe ich andere, die das kompensieren können. Das heißt, das ist auch ein wirtschaftlicher Grund, warum hier Mischungen sinnvoll sind, ganz abgesehen von den pflanzenbaulichen Gründen. Das heißt, wir haben da verschiedene Ziele, die wir erreichen können, und wir können die Zwischenfrucht auch als Futter nutzen für die Biogasanlage oder als Silage. Da muss man natürlich sagen, bei einer Mischung ist es nicht so klar und deutlich vorhersehbar, wann der richtige Schnittzeitpunkt ist, weil natürlich die Entwicklung jedes Jahr und je nach Witterung anders sein kann. Auch die Zusammensetzung variiert von Jahr zu Jahr, aber das ist sozusagen der Trade-off, das ist der Handel, den ich da betreiben muss. Auf der einen Seite Bodenfruchtbarkeit fördern mit einer artenreichen Mischung, so artenreich wie es geht, wirtschaftliche Absicherung durch verschiedene Arten und auf der anderen Seite Futternutzung. Je später ich dann hineinkomme, macht aber natürlich irgendwann einmal so eine Winterzwischenfrucht keinen Sinn mehr. Eine Mischung, würde ich sagen, bis Mitte, Ende Oktober, je nach Platz, je nachdem, wo das ausgesät werden kann, wie die klimatischen Bedingungen sind. Da ist dann irgendwann Ende, dann gehen vielleicht noch einzelne Arten, so wie ein Grünroggen oder Rübsen, die dann noch später funktionieren. Und irgendwann muss man dann sagen, es macht fast gar keinen Sinn mehr. Oder man kann auf ganz einfache Möglichkeiten zurückgreifen. Irgendwann fehlt es dann halt einfach an Vegetationszeit und dann rechnet sich das Investment nicht mehr. Also ich hoffe, ich habe dir in diesem Video ein paar Ideen und Gedanken bringen können, wann und warum eine Zwischenfrucht auch im September noch Sinn macht, so eine winterharte Zwischenfrucht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert und wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.